Mit zwei frühen Treffern bereits in den ersten 10 Minuten sorgte Bayern-Torjägerin Vivian Miedema schnell für klare Verhältnisse im Frauen-DFB-Pokal-Achtelfinale beim Viertligisten Arminia Ibbenbüren. Am Ende gab es für die Mannschaft von Thomas Wörle einen standesgemäßen 8:0-Sieg. Vor 3000 Fans steuerten dabei Sarah Däbritz per Doppelpack, Katharina Baunach und Karina Wenninger jeweils mit verwandelten Foulelfmetern sowie Simone Lauder und Fiff Miedema mit ihrem dritten Treffer die weiteren Tore bei. Die Bayern-Frauen überwintern damit erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in drei Wettbewerben. Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal, wo es am 15. März 2017 weitergeht.